Die Stadt elektrifizieren, das möchte der neue Ford Mondeo Hybrid. Nur 2,9 Liter verspricht Ford als Verbrauch innerorts und damit wäre der Mondeo ja hervorragend für den stetig wachsenden urbanen Raum geeignet. Es bleibt die Frage, ob man in der Stadt wirklich einen 2 Liter Benziner und 187 PS Systemleistung braucht. Doch dieser Frage gehen wir heute auf den Grund bei Dinnable Compact. Beginnen wir mit dem Design. Auf 4,87 Meter Außenlänge erstreckt sich diese viertürige Limousine. Der Hybrid ist ausschließlich in dieser Karosserieform erhältlich. Das Fließheck mit der praktischen Kofferraumöffnung und den Kombi gibt es nicht. Dafür ist man mit dem Zwei-Herzen-Fahrzeug fast undercover unterwegs. Nur wenige Schriftzüge deuten auf den sparsamen Motor hin. Demnach bleibt der Mondeo, auch als Hybrid, die elegante Mittelklasse-Limousine. Angetrieben wird der Ford Mondeo Hybrid von einem ganz normalen Hybridmotor. Das heißt, wir haben hier keinen Plug-in, sprich der Steckdosenzugang fehlt und die Batterieladung muss einzig und allein durch Rekuperation erzeugt werden. Was bedeutet das im konkreten Fall? Jeder Bremsvorgang, jede Motorbremsung sorgt für mehr Saft in der Batterie. Zusätzlich zum normalen Drive-Modus von der Automatik gibt es noch einen L-Modus. L steht dann für Low und es wird ein extra niedriger Gang eingelegt, wobei dann die Motorbremsleistung erhöht wird. Das macht also besonders am Gefälle zum Beispiel Sinn. Das Automatikgetriebe, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ist hier ein Planetengetriebe. Sprich, wir haben keine klassische Abstufung der Fahrstufen, sondern wir haben ein stufenloses Getriebe. Das ist im Prinzip ganz cool. Es sorgt nämlich dafür, dass der Motor immer in einem optimalen Drehzahlbereich arbeitet. Auf der anderen Seite klingt es aber beim Gasgeben so ein bisschen komisch. Der Motor heult immer gleich auf und es ist gerade auf der Autobahn, wenn man mal schön durchbeschleunigt, hat man nicht diese Abstufung, dass man hochbeschleunigt, nächster Gang, hochbeschleunigt, nächster Gang. Das fehlt und sorgt dafür, dass es im Innenraum manchmal unangenehm laut wird. Ganz im Gegenteil ist es dann aber sehr, sehr leise, wenn wir im Hybridmodus, nämlich im Elektromodus unterwegs sind und der Verbrenner komplett ausgeschaltet ist, wie jetzt zum Beispiel. Wir müssen ja einfach nur mitschwimmen im Verkehr, der Verbrenner bleibt aus und wir werden einzig und allein durch die Batterie angetrieben. In der Stadt wahnsinnig cool. In der Tat, wenn man elektrisch in der Stadt umhergleitet, dann fühlt man sich immer leicht erhaben, der Zukunft so richtig nahe. Der Geräuschpegel sinkt, der Elektromotor schiebt gleichmäßig ab der ersten Umdrehung und der Verbrauch wird kleiner und kleiner. Das Kontrastprogramm dazu bietet unsere Vollgasfahrt auf der Autobahn. Vom Getriebe mal ganz abgesehen, ist es jedoch auch hier dank aktiver Geräuschkompensation noch recht leise. Bis 135 km/h kann der Mondeo Hybrid rein elektrisch fahren. Vom Elektroauto spürt man bei schnelleren Geschwindigkeiten aber rein gar nichts. Die eigens für den Hybridmotor entwickelte 2-Liter-Maschine leistet einen hervorragenden Dienst. Ja, und genau das ist eben auch das Schöne. Ja? Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite den Hybrid, den wir ja gerade beschrieben haben, der für die Stadt hervorragend geeignet ist. Wirklich das rein elektrische Fahren, das macht total Spaß, ist einfach perfekt passend für den urbanen Raum, gerade mit Blick auf die Zukunft. Auf der anderen Seite sitzen wir aber immer noch in einem Mondeo. Der Mondeo Hybrid kann also all das, was ein normaler Mondeo, ein herkömmlicher Mondeo auch kann. Er ist komfortabel, er ist leiser auf der Autobahn, er ist schneller auf der Autobahn. Wir erreichen hier tachomäßig zumindest mal die 200, auch wenn eingetragene 187 ja Topspeed sind. Aber auch das funktioniert und genau das ist das Coole. Wir haben also das Hybrid-Konzept nicht nur da vorne im Motor oder hier im Antriebsstrang, sondern wir haben wirklich die Vereinung aus Stadt und Effizienz und Langstreckenkomfort auf der anderen Seite. Und das macht den Mondeo so vielseitig und so beliebt. Ab 29.990 Euro kann man einen Ford Mondeo Hybrid sein eigen nennen. Mit an Bord der 1,4 Kilowattstunden große Akku und ein reduziertes Tankvolumen auf 51 Liter statt 62,5 Litern. Trotzdem erreichen wir dank nur 4 Litern kombiniertem Verbrauch eine Reichweite von unglaublichen 1.100 Kilometern. Der Mondeo Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn er vereint die Kraft aus diesen zwei Herzen einfach in nahezu perfekter Manier. Er ist kein reines Stadtfahrzeug, denn dafür ist er schlicht und ergreifend zu groß. Er ist aber auch nicht der pure Langstreckenbegleiter, denn dann bräuchte man ja die ganze E-Technik an Bord nicht. Er kann einfach beides. Und genau deshalb überzeugt der Mondeo auf voller Linie.